Wenn ein türkischer Mann seine Frau schlägt, sofort Gudan Islam. Wenn ein amerikanischer Mann seine Frau schlägt, ja, ach, der war alkoholsüchtig. Solche Sachen, ich finde das total fürchterlich. Jugendliche habe ich wie wahrscheinlich jeder Jugendliche meinen Rücken komplett der Religion gekehrt. Also ich habe mich für gar keine Religion mehr interessiert, nur wenn ich musste im Wert- und Normunterricht oder sowas. Es ist auch so schwer für mich zu sagen, was eigentlich meine Kultur ist, weil klar, ich bin in Deutschland aufgewachsen und in Deutschland zur Schule gegangen, aber was meine Oma und meine Mutter mir beigebracht haben, das ist selber so zusammengestückelt. Meine Oma ist keine richtige Engländerin oder Waliserin, weil sie selber viel, viel mehr andere Kultureinflüsse in sich mit drin hat. Genau wie meine Mutter. Die ist in Kanada geboren, aber hat auch nicht den Großteil ihres Lebens da verbracht. Es gibt schon mal eine große islamische Gemeinde generell in Braunschweig. Und es ist einfach so, dass hier ein sehr freundliches Klima herrscht. Also ich habe kaum Leute, die islamfeindlich sind. Irgendwann abends hatte ich halt das Gefühl, dass es jetzt soweit ist. Bin dann ganz alleine rausgegangen, habe mir einen Platz gesucht, wo ich mich wohlgefühlt habe und habe dann für mich und für Gott das Glaubensbekenntnis gesprochen. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen als Muslim. Die meisten waren gar nicht so überrascht. Meine Mutter hat sich daraufhin von einer Freundin einen Koran geliehen, also eine Übersetzung, und hat den durchgelesen. Und meine Tante ist selber nicht wirklich religiös, aber gläubig. Die war total glücklich. Die war total froh, dass sie jetzt nicht mehr die Einzige ist, die an Gott glaubt. Auch wenn das Wasser kalt war, in das ich gefallen bin, so hat er doch versucht, es mir lauwarm zu machen. Und dass ich nicht auf einmal dastehe, oh, was sind die Kontoauszüge, wie muss ich jetzt mit anderen Behörden umgehen, was muss ich jetzt machen, Arzt anrufen oder dies oder das, sondern ich wusste, wo was lag. Und er konnte mir auch am Schluss ziemlich genau sagen, also ich habe noch so und so viele Tage oder so und so viele Wochen. Er hat das gespürt. Und als ich dann morgens aufgewacht bin und ihn gefunden habe, dass er gestorben ist, war auch nicht meine erste Reaktion, Arzt anzurufen, sondern erstmal alle Leute, die ihn vielleicht nochmal sehen wollen und sich verabschieden. Irgendwie habe ich dann so als Kind gedacht, lieber wäre ich gestorben als er. Und dann kam mir in den Sinn, ja, aber das genau das Gleiche hat er ja auch gedacht. Ne? Er war froh, dass nicht ich den Krebs hatte, sondern er. Ich hatte mich auf die Welt gebracht und versucht, mich großzuziehen, damit ich ein angenehmes Leben habe. Was mir wiederum sagt, ich habe die Pflicht, mein Leben so anständig wie möglich zu leben, damit ich ihm ein würdiger Sohn bin und sein Tod auch nicht irgendwie vergebens ist, sondern dass ich irgendwie was weiterführen kann, was er in mir gepflanzt hat. Geprägt hat mich hauptsächlich mein Vater, zumal ich früh meine Mutter auch verloren habe und daher stark auf ihn fixiert war. Ihm war es halt wichtig, dass ich Antennen entwickle für meine Umgebung und für die Welt, auf der ich lebe. Ich lebe alleine auf dem Dorf in einer gesunden Mischung von ich kann mich zurückziehen und für mich alleine sein und ich kann mich unter Menschen begeben. Ich bin weit genug weg von einem Trubel der Stadt, ohne abgeschnitten zu sein, weil ich mein Fahrrad habe, um jederzeit hinzukommen, wo ich will. Mein Vater hat mir eigentlich nie eine Religion vorgegeben. Ne? Er hat immer gesagt, guck dir alles an und entscheide selber. Hat mir eine freie Hand gelassen. Zum Beispiel im Koran heißt es auch, nehmt euch den Weisen an. Und ich war weise nach dem Tod meines Vaters. Erst halbweise, jetzt vollweise. Und diese muslimische Familie, die ich kenne, die hat mich voll integriert. Und ich bin nicht nur befreundet mit ihnen, ich gehöre dazu. Die haben mich in ihre Heimat mitgenommen, bei denen ist die Tür immer offen, da gehe ich ein und aus wie zu Hause. Also gelebter Islam sozusagen. Ja. Irgendwie fühle ich mich unter Muslimen wohl. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und was ich da interessant finde, ist dann auch, dass man noch irgendwo loslassen will von der materiellen Welt. Komischerweise haben meine Nachbarn das auch gut akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich esse kein Schwein mehr.
Eines Tages wird er Moslem, wa? Dann hatte ich meinem Nachbarn zum Beispiel mal geholfen, beim Holz klein machen und stapeln. Die haben mich zum Essen eingeladen und extra wegen mir, anstatt Schwein, Rindfleisch gemacht. Und da sage ich dann natürlich nicht nein. Du bedienst dich da selber, ja? Und dann habe ich es irgendwann aufgesetzt. Ich weiß noch, das war an einem Tag, an dem ich mit einer meiner besten Freundinnen verabredet war, zu IKEA zu gehen. Dann kam sie so die Treppe hoch und dann hat sie mich mit Kopfdruck gesehen und meinte nur so, bist du dir sicher so? Ich sag, ja, wenn du jetzt kein Problem hast. Meinte sie, nö, das ist ja wohl das letzte Problem, was ich habe. Also komm mit. Und seitdem war Ruhe. Ich bin Annette. Ich bin jetzt 40 geworden, habe 3 Kinder und bin Muslimin seit 14 Jahren. Vom Beruf bin ich Lehrerin, arbeite im Jugendmigrationsdienst und studiere noch islamische Religionspädagogik. Das Referendariat habe ich 6 Wochen nach dem 11. September begonnen und ich habe damals schon Kopftuch getragen. Das war also eine sehr ereignisreiche Zeit, weil es für viele Schulen sehr anstrengend war, sich damit auseinandersetzen zu müssen, jetzt vielleicht eine Referendarin zu haben, die Muslimin ist. Und es gab dann Lehrerinnen, die das ganz furchtbar fanden, dass ich da jetzt da war, die sich da auch mit Unterschriften, Aktionen und so dann gegen mich gewendet haben. Aber das Arbeiten mit den Kindern und mit den Eltern, das war davon nicht betroffen. Ja, und dann kam irgendwann das Ende. Du bist erfolgreich gewesen, hast gemerkt, du kannst unterrichten, du merkst, es ist dein Traumberuf, es macht dir Spaß, das ist das, was du immer machen wolltest, hast dein Staatsexamen und ja, und weißt, du kannst in Deutschland nicht arbeiten mit Kopftuch, es ist verboten. Jetzt gibt es eben seit genau 2 Jahren die Möglichkeit, an der Uni ein berufsbegleitendes Masterstudium zu machen für islamische Religionspädagogik. Es ist mein Traum, Lehrer zu sein und der Islam ist meine Religion. Also das ist eine traumhafte Kombination, wenn man beides zusammen machen darf. Ich bin im Osten Deutschlands aufgewachsen, in Thüringen. Bis ich 18 war, war ich dort auch gut behütet, zufrieden. Dann kam die Wende. Ich habe dann noch studiert und bin dann nach Hannover gegangen. Es war generell so, dass es im Osten nicht wirklich wahrnehmbar war, ob jemand religiös war oder nicht. Ich habe hier studiert schon und habe durch Freunde, die ich mittlerweile dann in Hannover hatte, arabische Studenten kennengelernt, also aus allen möglichen Fachrichtungen. Und wir haben uns immer in der Mensa zum Mittagessen getroffen. Da kommen natürlich auch Situationen, wo man dann Bemerkungen macht und Antworten bekommt, mit denen man nicht rechnet. Eine Bemerkung war zum Beispiel, dass ich einen von den Studenten mal gefragt habe, ja, wie fühlst du dich hier so in Deutschland? Das ist doch, muss doch auch schwierig sein, so ganz allein. Du bist doch ganz allein eigentlich, weil deine Eltern sind sehr weit weg. Und die absolut spontane Antwort war, wieso, ich bin doch nicht allein, ich habe doch Gott. Also ohne wirklich jetzt lange nachzudenken, was antwortet man, sondern das kam sofort. Und das war für mich schon so ein bisschen ups. Also ganz am Anfang, als ich Kopftuch getragen habe, gab es häufige ablehnende Reaktionen. Also das Witzige war, dass es dann auch manchmal Menschen gab, die dann gemeint haben, ich sollte irgendwie dahin zurückgehen, wo ich herkomme. Und mein Gott, was soll ich in Thüringen? Also das ist dann schon irgendwie ganz, ganz niedlich gewesen. Ich empfinde das als bindendes Gebot im Islam, als bindendes Bekleidungsgebot, dass man das Kopftuch trägt. Es gibt Leute, die das anders interpretieren, die können das auch gerne für sich anders handhaben. Das ist, finde ich, völlig legitim, wenn man das verantwortlich macht. Ich fand das am Anfang ganz furchtbar. Also ich habe immer gedacht, ich trage das nie. Und irgendwann auf diesem Weg
zu Gott, wenn man sich versucht, dem anzunähern, kommt man dann schon ins Zweifeln. Ich nehme mir nur die Gebote, die ich so halbwegs aushaltbar empfinde, aber ich nehme mir eigentlich nicht noch mehr Kraft, um mich da so ein bisschen zu verbessern. Ne? Und das fand ich irgendwann ganz, ganz schwierig und habe auch also ein Jahr wirklich darum gerungen. Der Islam spielt eine ganz große Rolle, weil er leitet mich. Und das spüren auch meine Kinder. Und manchmal gibt es so schöne für Mütter, so tolle Situationen, wo man dann merkt, das Kind entscheidet sich jetzt als gläubiger Mensch und sagt, das ist doch nicht ehrlich, wenn ich das so und so mache. Das ist doch eigentlich, Gott sieht mich doch. Ich muss doch jetzt das und das so und so machen. Und das finde ich gut, wenn sie so wären. Also ich hoffe. Warum kommst du? Und generell, denke ich, nützt es der Gesellschaft, wenn Muslime einen Platz haben. Wir haben muslimische Kinder und muslimische Menschen in Deutschland. Und wenn wir eine Schule haben, wo dann auch mal ein Moslem-Lehrer ist, wo dann auch andere Lehrer sehen, das ist einer, den ich mal kurz fragen kann, dann wird das auch selbstverständlicher. Wenn wir in der Schule mit verschiedenen Ansichten, verschiedenen Religionen, damit meine ich auch nicht nur den Islam, viel relaxter und ruhiger umgehen würden, dann wäre auch die Gesellschaft vielleicht als Folge irgendwann so. Die alte Generation wandte sich dem Islam aus eindeutig Glaubensüberzeugungen zu. Bei den Jungen heute habe ich manchmal den Verdacht, dass sie im Grunde genommen ein moralisches Korsett suchen. Ich bin Wolf Ahmed Aries, bin Jahrgang 38, war 30 Jahre lang verheiratet, bin verwitwet, habe zwei Söhne und war über 25 Jahre Leiter einer Volkshochschule. Ich bin im Grunde genommen in einem typischen bürgerlich-großbürgerlichen Haushalt groß geworden. Die Religiosität spielte keine Rolle. Man ging zu Weihnachten in die Kirche, man ließ sich konfirmieren, aber das alles war sozusagen als Rite de Passage eine Art von Selbstverständlichkeit. Darüber dachte man nicht nach. Irgendwann muss mir wohl die Frage aufgekommen sein, wie ist das mit dem, was da jenseits ist? Und irgendwann habe ich dann zum ersten Mal mir bewusst gemacht, dass ich eigentlich nur an einen Gott glaube. Und dieses wurde dann im Sommer 1954 zu dem Bekenntnis, dass es eben nur einen Gott gibt und Mohammed sein Diener, sein Abgesandter ist. Es ist ein Prozess innerhalb meiner Pubertät gewesen. Ich war kein suchender Schüler, mit Sicherheit nicht. Ich habe zwar hier und dort in den Büchern geblättert, aber wie das bei manchen Konvertiten, wie ich später erfuhr, ausschlaggebend war, die Lektüre von Karl May. Das war sie bei mir nicht. Ich fand Karl May immer langweilig. Meine Familie reagierte so mit dem Vorsatz etwa, oder mit der Begründung, na ja, manche wären Pfadfinder, der ist eben Moslem. Also wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und ich esse was im Speisewagen, dann fällt nicht auf, dass ich nicht das Bratwürstchen bestelle, sondern eben halt auf etwas ausweiche ohne Schweinefleisch. Das fällt nicht auf. Ja doch, es ist also in meinem gesamten Berufsleben, auch beim Militär, ist mir immer wieder passiert, dass Leute auf mich zukamen und fragten, sagen Sie, Herr Aries, ist das richtig, was ist da? Und dann drucksten sie so ein bisschen rum, weil das so etwas persönlich war. Worauf ich dann reagierte, ja, ich weiß schon, ich bin Moslem. Wirklich? Ja. Es gibt 36.000 muslimische Studenten, türkischstämmige Studenten an den deutschen Hochschulen.
Es gibt ein paar tausend Unternehmer in Deutschland, Muslime, in allen möglichen Branchen, nicht nur als Gemüsehändler. Es gibt zunehmend mehr Ärzte und Rechtsanwälte und Selbstständige. Es gibt eine große Zahl von Wissenschaftlern und es gibt auch wieder zunehmend mehr Lehrer, sodass wir im Grunde genommen sagen können, die Integration läuft. Das große Problem zum Beispiel bei den Muslimen ist, dass man heute eine Fatwa per Mausklick abrufen kann. Wenn also heute jemand eine Meinung vertritt, die er in Timbuktu im Zusammenhang mit den dortigen Verhältnissen ausspricht, dann kann derjenige, der in Europa sitzt, mit einem Knopfdruck sich die gleiche Problematik durch einen Gelehrten in den USA oder bei den Uiguren in der Vereinigten Republik von sonst was erklären lassen. Das bedeutet, einen Gegensatz zu erleben, der früher über die Distanzen nur erzählt wurde. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir heute einfach stehen, auch in der Begegnung mit Europa.